Hallo Freunde, willkommen zurück zu Surviving Mars. Jetzt aber richtig. Hatte die Aufnahme gerade schon mal gestartet, aber hab dann festgestellt, dass das Mikrofon viel zu weit weg ist. Jetzt habe ich es quasi in der Nase hängen. Das ist super, so mag ich das. Okay, was steht heute an? Mich freut sehr, dass wir hier so viel Energie haben. Also. Ja, so richtig ein bisschen Overkill. So gehört sich das. Goodie. Staubsturm überstehen. Wäre eine super Sache. Der hält an zwei Souls an. Das heißt, da fliegen die Shuttles nicht. Das heißt, der Kamerad holt hier nochmal Nahrung. Nur für den Fall das. Und wie sieht das aus mit unserem Wasserzeug und Gedöns? Wir haben wieder über 800. Das heißt, im Moment wächst das natürlich. Wir kriegen Wasser hinzu. Das ist super. Wir kriegen auch Polymer dazu. Das finde ich noch superer. Und so wie es aussieht, kriegen wir auch Geld. Der Lift ist mal wieder am Rumarbeiten hier. Sauerstoff haben wir 8000 auf Lager. Das reicht eine Weile. Wie viel ist ein Gogol? Oh, ein Gogol ist ungefähr eine 1 mit, ich glaube, einer 100 Nullen oder so. So viel Geld haben wir nicht, aber wir haben ein bisschen was. So, Mars 1, Vorräten, Passagiere, da können wir mal gucken. Das war die falsche Taste. Fehlt hier nicht die Arche? Nur so als Idee. Lusa möchte nicht handeln. Okay. China möchte. China braucht Nahrung. Na, brauchen wir selber. Im Ernst, was ist mit der Arche? Da sind sie doch, meine Güte. Also manchmal hat das Spiel ein paar Macken. Das machen wir. Schicken wir Mars 1. Mal wieder ein bisschen Metalle verbrauchen. Dafür kriegen wir richtig dick Nahrung. Das hilft uns durch den Staubsturm, denke ich. Wobei ihr recht habt, so langsam aber sicher kommen wir metallmäßig an die Grenze. Das bedeutet, wir bauen das Mohol aus. Dann kriegen wir nicht nur Metalle, sondern eben auch Edelmetalle mehr. Das erste Upgrade ist mit 200 Maschinenteilen überschaubar. Läuft. Den Ausgräber brauchen wir erstmal nicht aufzuwerten. Da haben wir noch jede Menge Beton derzeit. Und so viel bauen wir zurzeit ja auch nicht. Das ist also in Ordnung. Wunderbärchen. Hier haben wir immer noch die Sache mit der Überbevölkerung. Das gefällt mir nicht. Aber heute wollte ich wenig Zeit in den Kuppeln verbringen. Das heißt, die müssen dann leider, leider auf der Wiese pennen. Nur Zelten ist ja auch was Schönes. Hin und wieder. Gut. Eigentlich zwei Dinge. So, erstes, wir machen hier drüben einen Drohnenhub her. Nein, machen wir nicht. Vorher ebnen wir ein bisschen das Zeug. Das ist wieder so eine Mogelpackung. Hier brauchen wir ein paar Gesteinsabfälle, das ist aber okay. Die Drohnen sind ja alle in der Nähe, das sollte eigentlich hinhauen. Wir müssen nur gucken, dass wir die Gesteinsabfälle irgendwie hierher bringen. Unterm Strich brauchen wir ja welche, glaube ich. Naja, das kriegen wir schon noch irgendwie hin. Ja, Sinn und Zweck der Übung. Ich will hier einen Drohnenhub hinstellen und hier hinten dann den nächsten. Damit wir uns hier quasi Stück für Stück hochhangeln können. Ich will jetzt nicht wieder mit den Rovern anfangen, die dann alle gekillt werden, zumal wir noch gekillte Rover hier haben. Und hier dann einen Drohnenhub hinmachen, der unsere Atmosphärengeschichte hier oben verwaltet. Und die flache Strecke hier hilft uns dann auch, Strom hier hochzubringen. Ich will hier nämlich dann nicht nochmal Energie aufbauen. Wenn es Marsbeben gibt in dem Bereich, dann ist der ganze Strom auch im Eimer.
das ist mir lieber, wenn wir den Strom hier produzieren, das hochleiten. Deshalb hier dieser Streifen, der geebnet wird. Das ist jedenfalls der Plan dabei. Die Aufforstungsfabrik läuft nicht, die Shuttle-Hubs, Feuchtigkeitsoperatoren, Moxis. Das ist alles im Rahmen, wo ich sage, ja, wer in einem großen Staubsturm schaltet das Zeug eben ab. Ist halt so. Und was wir vielleicht überlegen könnten, aber die haben wir, glaube ich, noch nicht erforscht. Haben wir nicht. Diese Trümmer hier, die wären nämlich vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir diese Terraforming-Geschichten machen. Die sind etwas unabhängiger als die Drohnen und haben auch noch einen kleinen Speicher, einen Lagerplatz im Prinzip, wo sie Gesteinsabfälle selbst transportieren können. Dann könnten wir für so ein Bauprojekt zum Beispiel sagen, dass ich ebne hier ein bisschen was ein, dann hast du die Gesteinsabfälle und dann füllst du das hier auf. Und das ist dann etwas unabhängiger, als das bei den Drohnen der Fall ist. Müsste aber eigentlich hinkommen. Was ich wundere mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen. Hier sind jetzt jede Menge Gesteinsabfälle, die rausgemacht wurden. Da sind die noch nicht so wirklich dabei, das wieder reinzupacken. Naja, wenn ich in den letzten Episoden eins gelernt habe, dann, dass ich mir über die Drohnen erstmal keinen Kopf machen sollte, werde ich wahnsinnig. Es ist besser, die einfach mal machen zu lassen. Machen wir hier ein bisschen kleiner. Das war nix. Bisschen näher ran noch. So ist fein. Okay, und in der Theorie haben wir dann hier richtig schöne Baufläche, wo wir Vaporatoren aufstellen können. Die Vaporatorenfarm soll immer noch gebaut werden, ganz klar. Und die Lücken zwischen den Vaporatoren können wir mit energieproduzierenden Geschichten auffüllen und mit Energie speichern. Und dann ist das alles, denke ich, ein bisschen zugänglicher und einfacher. Die Drohnen können sich da leichter bewegen. Und ich bin ernsthaft im Überlegen, hier zentral auch eine künstliche Sonne zu bauen, einfach weil halt. Dann haben wir eine Weile keine Energieprobleme mehr. Mit ein bisschen Glück kriegen wir sogar noch einen Durchbruch. Da haben wir ja schließlich noch ein bisschen Luft. Und es gibt einen Durchbruch, der erhöht die produzierte Forschung in Relation zu der Energie, die man zu viel produziert. Also unser Energieüberschuss wird in Forschung umgewandelt. Und da wäre ich ein ganz großer Fan von. So, Wasser ist niedrig, wir verbrauchen halt relativ viel. Wir sind jetzt nur noch bei 500. Wie lange hält's? Weniger als 3 Sols, aber wir haben nur noch etwa 1 Sol und 12 Stunden, ungefähr 1,5 Sols. Dann ist der Staubsturm zu Ende, also eigentlich sollte das hinhauen. Aber ich sehe die Bedenken und die Probleme. Ich würde sagen, wir produzieren, wir brauchen auf jeden Fall diese Vaporatorfarm und installieren auch noch ein paar Wassertanks, direkt hier zwischendrin, warum nicht? Das sollte hinhauen. Da bin ich mal gespannt, wenn wir die alle angeschlossen haben, wie das dann aussieht. Mars 1 ist betankt, beladen, wurde leider nicht mehr losgeschickt vor dem Staubsturm, das ist ein bisschen schade. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass das noch passt irgendwie. So, hier sind wir auch fertig, das ist schön. Wir bauen hier eine Deponie. Da kann der ganze Gesteinsabfallkram hingebracht werden und wenn der Staubsturm vorbei ist, können die Shuttles das wieder abholen. Was ich hier gerade vermisse, sind die Drohnen. Okay, da fahren sie. Die sind während dem Staubsturm echt schwer zu sehen, wenn man ein bisschen hoch geht. Ich meine, jetzt, wo man weiß, wo sie sind. Jetzt machen sie die Lampen an. Das hätte ich mir eigentlich schon vorher mal gewünscht. Okay. Das heißt, wir geben hier einen Auftrag Shuttle-Hubs, Drohnen-Hubs meine.
Läuft. Wir haben jetzt natürlich nicht das Baumaterial hier oben. Was wir hier haben, ist Treibstoff, den wir eigentlich nicht brauchen. Oder nicht wollen. Aber ja, das dürfte irgendwie hinkommen. Ich glaube, ich habe eine ziemlich blöde Idee, wie wir die Rover zurückkriegen. Und damit gleichzeitig noch was anderes erledigt wird. Das wird schon. So, Drohnenhubs. Der wird dann später auch noch aufgebaut. Der Drohnenhub hat das Lager in Reichweite. Das heißt, dieser Drohnenhub, wenn fertig ist, kann den hier bauen. Und wir sollten noch Drohnen in Auftrag gegeben haben. Das sollte dann laufen. Hier drüben bauen wir dann wieder ein Depot, ein Universallager. Da kommen dann die ganzen Ressourcen hin, um den Kram hier oben zu bauen. Und nochmal einen Drohnenhub hier drüben. Und dann haben wir das alles abgedeckt und das wird auch mit Material versorgt. Sollte es zumindest. Das ist der Plan. Wir haben eine ganze Menge Lecks. Und relativ wenig Material. Ich hatte gesagt, Wunschmenge 12. Aber es wird einfach nicht hierher geliefert. Das stört mich ein bisschen. Na gut, im Moment haben wir noch genug Energie. Während im Staubsturm produzieren die Windräder natürlich auch viel mehr. Dementsprechend läuft das. Und sobald der Staubsturm vorbei ist und die Shuttles wieder fliegen, wird das auch alles wieder repariert, da bin ich mir sicher. Oh Mist, unser Wasser ist leer. 14 Stunden ohne Wasser. Ich bin mir sicher, dass da Leute an Dehydrierung sterben, weil seit 14 Stunden da nichts getrunken wurde. Furchtbar. Okay, Memo an mich. Beim nächsten Mal, wenn Staubsturm ist, schalten wir die Treibstoffraffinerien ab. Bringt jetzt natürlich auch nicht mehr viel. Aber, naja, bisschen was. Ah doch. Wasserzeugung steigt wieder ein bisschen. Ich meine, wir haben ja auch noch den Brunnen. Und den Brunnen hier oben. Und wenn wir den Verbrauch senken, dann hilft das natürlich schon ein bisschen. Okay. Hier drüben sind wir auch fast soweit. Aber hier ist jetzt gerade nichts in Reichweite. Das bedeutet, wir bauen auch hier drüben noch einen Drohnenhub auf. Probieren wir das mal hier. Was bist du eigentlich? Achso, du bist unsere Aufforstungsgeschichte. Jawohl. Ich muss gestehen, das passt mir hier jetzt gerade eigentlich gar nicht mehr. Da gibt es schönere Positionen. Das macht halt einen relativ großen Waldbereich drumherum und das will ich nicht in den Vaporatoren haben. Da kriegen wir andere Positionen für Wälder. Wobei ich ernsthaft am Überlegen bin, die tatsächlich so ein bisschen in die Basis reinzustellen, dass die Lücken zwischen den Gebäuden mit Bäumen gefüllt werden. Ich weiß nur nicht, ob die Drohnen dann vielleicht durch die Bäume blockiert werden. Auch noch. Keine Sorge. Dafür haben wir ihn ja beladen. Ich hoffe, dass das einigermaßen hinkommt. So, wir haben ein problematisches Moxie. Du tippst mit deinem Finger auf das rote Licht des Terminals. Okay. Eigentlich hätte es nach dem Staubsturm grün werden sollen. Sieht so aus, als wäre eine Moxie-Einheit außer Betrieb. Moxie stellen während Staubsturm die Arbeit ein, um zu verhindern, dass ihr Staubfilter verstopft und die Einheit beschädigt wird. Trotzdem ist dieser Filter hier völlig verstopft. Okay. Die Sauerstoffproduktion ist für die Kolonie lebenswichtig, doch die Reparatur des Filters wird 24 Stunden dauern. Was sollen wir tun? Überbrücken wir den Filter. Das klingt spannend.
Das Moxie wird umgehend zu arbeiten beginnen, muss allerdings öfter gewartet werden. Wir können die Reparaturen abwarten. Moxie wird 24 Stunden lang außer Betrieb sein. Erfinder, wir können einen neuen Filter herstellen. Das Moxie wird drei Polymer und eine Notfallwartung anfordern. Ich denke, die Reparaturen können wir abwarten. Zwölf Treibhausgasfabriken arbeiten nicht. Die dürften durch den Staubsturm ziemlich verstopft sein. Da müssen wir mal gucken, ob wir Bürsten installieren können. Lebensmittelgeschäft Diner. Das liegt ganz klar am Nahrungsbedarf, aber die Shuttles fliegen schon und unser Transport ist auch unterwegs. Der Kunstladen. Da dürfte Polymer fehlen. Aber wir haben Rohstoffe. Sollte passen. Funding received. So, wir warten jetzt einfach mal noch kurz ab, bevor wir die Treibstoffraffinerien wieder einschalten. Ich will das gespeicherte Wasser noch ein bisschen auf Vordermann bringen. Kuppeln müssen gewartet werden, aber das sollte eigentlich relativ fix passieren. Hoffe ich zumindest. Immerhin wird dann wird die Nahrung wieder verteilt. Das sollte eigentlich auch hinhauen. Oh, Junge. Laden wir nochmal ein bisschen Nahrung zusätzlich. Du bist noch betriebsbereit. Ja, immerhin. Okay. Hier drüben können wir noch mal ein paar Drohnen zusätzlich brauchen. Und wenn wir schon dabei sind, geben wir auch noch mal ein paar Drohnen in Auftrag. Vielleicht noch mal 20 rangetackert, das passt. Kolonisten, das sinkt, das ist super. Also die Zahl der hungernden Kolonisten, nicht die Zahl aller Kolonisten. Das heißt, die Drohnen machen einen guten Job im Moment. Und die Treibhausgasraffinerien, nach denen wollte ich gerade mal gucken. Die sind hier oben. Jawohl, die mussten gewartet werden. Und ich würde vorschlagen, da bauen wir jetzt einfach mal zwei Bürsten rein. Und die können wir dann ein bisschen hochstellen, dass sie sich auch gegenseitig bürsten. Und dann ist das hier oben auch wieder wartungsfrei. Sollte uns dann eine ganze Menge mechanische Teile sparen, weil zwei Stück pro Wartung, wir haben, ich glaube, 12 oder so. Ja, sieht aus wie 12. Ist schon mal was. Mars 1 zur Landung bereit. Ich finde es toll, dass du jetzt die Nahrung bringst. Naja, besser spät als nie. Das passt. Bis zum nächsten Staubsturm haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber das zeigt, dass man da ein bisschen aktiv sein sollte. Das heißt, zwischen den Staubstürmen oder während dem Staubsturm Treibstoffproduktion einstellen, um Wasser zu sparen. Das wäre nicht schlecht. Guti. Das sieht so aus, als wäre es soweit schon mal fertig. Wir packen hier drüben mal eine Deponie hin. Wunschmenge 0. Dann sammeln wir den ganzen Steinkrempel ein. Wir könnten außerdem gucken, dass wir... Das war ganz falsch. So ist richtig. Dann machen wir das auch noch flach und schön hier. Sollte hinhauen. Okay. Gucken wir mal, wie wir das mit den Vaporatoren machen. Das will ich relativ zeitnah erledigen. Das war ganz falsch. So, das wird was. Wenn wir dann hier weitergehen in diese Richtung, das ist die gleiche Höhe. Soweit so einfach. Dann schauen wir mal, dass wir hier wirklich die Mitte finden. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist 4 Stück, meine ich. Okay, das heißt, das hier ist im Prinzip die Mitte.
und dann nach unten. Und so weit. So weit müssten wir runter. Das ist ja ätzend weit. Aber dann überschneidet sich das nicht mit diesen Extra-Bereichen hier. Immerhin können wir dann hier wieder gerade rüber. So weit und so weit. So würde das dann aussehen. Dann brauchen wir eine Menge Rohre für den Kram. Einige Bürsten, einige Tanks und noch ein bisschen was zur Stromerzeugung und ein paar Akkus, damit der Platz nicht verschwendet ist. Und das wird noch ein bisschen hochskaliert. Ach du Schande. Und so sieht es tatsächlich einigermaßen symmetrisch aus. Gefällt mir. Auch wenn der Drohnenhub im Moment nicht wirklich schön ist dazwischen. Jo. Aber immerhin weiß ich jetzt, wie ich das hier machen will. Wunderbar. Das passt. Wie sieht es jetzt aus mit den Drohnenhubs hier oben? Die sind schließlich in Auftrag gegeben. Staubsturm ist vorbei. Der ist gebaut. Der kriegt auch nochmal ein paar Drohnen. Hier sind wir dran. Da fehlt noch ein bisschen was, aber die Sache läuft einigermaßen. Was ist denn das Schönes? Aussicht. Ui. Ja, die können wir noch ruinieren, keine Sorge. So. Wenn wir hier oben noch einen Drohnenhub in Auftrag geben. So sollte das okay sein. Dann brauchen wir ein Lager. Hier brauchen wir keinen Treibstoff, hier brauchen wir keine Edelmetalle, keine Nahrung. Und Wunschmenge stellen wir mal wieder auf 12. Grund für die 12 ist, ein Shuttle kann theoretisch 6 Güter gleichzeitig transportieren. Und so muss ein Shuttle zweimal fliegen und theoretisch ist dann alles da, was wir wollen. Dass es in der Praxis so nicht läuft, weiß ich. Aber wir können uns wenigstens Mühe geben als Spieler, auch wenn es die KI nicht macht. Okay, sobald der gebaut ist, ist der in Reichweite für den hier. Und das Lager ist auch in Reichweite und dann sollte das auch von Shuttles beliefert werden. Das sollte dann relativ fix gehen. Dann schauen wir mal als nächstes, dass wir hier noch den Boden ein wenig einebnen. Sollte helfen. Und dafür brauchen wir natürlich auch wieder eine Deponie. Die machen wir hier hin. Funding received. Hurra. Ja, und wenn alles gut geht, können wir hier das Stromkabel hier so quer durchlegen. Würde mir gefallen. Kommen wir hier hoch und bauen hier oben dann diese ganzen Magnetfeldgeneratoren. Verstärkt das Magnetfeld des Planeten und verringert den Verlust von Atmosphäre pro Sol. Generiert Forschung proportional zu aktueller Atmosphäre. Nicht schlecht. Kann lokale Maßbeben auslösen. Das kann, können wir ersetzen durch wird. Das wird passieren. Okay, auf die Art verringern wir den Verlust von Atmosphäre. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann brauchen wir unbedingt auch Carbonatprozessoren, um Atmosphäre zu generieren. Das gefällt mir zwar nicht, weil dazu müssen wir Gesteinsabfälle verbrennen, aber lässt sich im Moment leider nicht vermeiden.
Da schicken wir noch mal ein bisschen extra Nahrung rüber. Das sollte passen. Temperaturen steigen. Okay, eins nach dem anderen. Ich denke, die Planung hierfür werde ich offscreen machen. Ich habe jetzt angezeigt, wie ich mir das vorstelle und wie gesagt, offscreen werde ich das dann alles einreihen und in der nächsten Episode machen wir uns dann Gedanken darum, wie wir hier für Energie sorgen, wie wir die Akkus hier reinbauen, wie wir Laser installieren, wie wir zusätzliche Wassertanks installieren. Was das Wasser angeht, sind wir schon wieder bei 600, das läuft. Wir haben immer noch über 2000 Treibstoff, deshalb brauchen wir die Raffinerien im Moment noch nicht so dringend. Das passt noch, würde ich sagen. Mohol-Erweiterung haben wir, sehr schön. Da produzieren wir etwas mehr Metall. Das passt auch noch ganz gut. Edelmetall produzieren wir auch ein bisschen mehr. Supi. Wir könnten natürlich hergehen, nochmal über den Weltraumlift einige Maschinenteile hinzukaufen und die nächste Erweiterung dann organisieren. Bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt schon notwendig ist. Was ich aber mal mache, vorsorglich, wir schauen bei der Produktion vorbei und bauen hier nochmal eine Maschinenteilefabrik. Die Kuppel hier oben ist einfach von allen Kuppeln aus erreichbar. Und so wie es aussieht, brauchen wir noch eine ganze Menge neue Jobs. Und unsere großen Fabriken produzieren einfach die meisten Jobs oder bieten die meisten Jobs. Wobei wir auch mal gucken können, dass wir vielleicht Polymerfabriken und Elektronikfabriken selbst bauen können. Da brauchen wir eine Forschung. Ich glaube, das war bei Ingenieurwesen. Und das war es nicht. Das war's nicht. Dann können wir die Sachen selbst bauen. Ja, war saumäßig teuer. Und das hier können wir machen. 4.500 Forschung, das sollte eigentlich gehen. Anbau ohne Kuppel ist fast fertig. Dann können wir mal gucken, ob wir eine Farm unter dem freien Marshimmel platzieren können. Ob da schon was geht. Und ob diese Farm... So, die funktioniert derzeit noch nicht. Wir sorgen für Arbeitsschichten. Und jeder, der arbeiten möchte, soll arbeiten. Das passt. Mars-Universitäten. Wir haben derzeit noch keine Absolventen. Benötigte Spezialisten. Eine Menge Ingenieure. Also, zwei Absolventen haben wir schon. Wupp, wupp. Ich finde das fantastisch, dass das quasi sieht, von was wir wie viel brauchen. Und in der Theorie sollten die dann automatisch ausgebildet werden. Wir haben schon Ingenieure zum Abschluss gebracht. Das passt. Guti, Anbau ohne Kuppel. Ich glaube, das war auch hier unten irgendwo. Passt. Was haben wir hier Schönes? Planetare Projekte. Schaltet forschende Forschungsprojekte frei. Vegetation verbreiten. Und Wolkensaat. Verfügbar über die Planetenansicht. Das klingt an sich gar nicht so blöd. Aber wir brauchen die Carbonatprozessoren. Ohne die kriegen wir einfach keine Atmosphäre. Und je früher wir damit anfangen, desto besser. Dann läuft das schon mal. Okay, kommen wir noch ganz kurz zu der blöden Idee, die ich hatte, um unsere Rover zu retten. Unsere Rover sind ja hier oben irgendwo. Sollten sie sein. Jawohl. Zwischen so zugemacht, dass man die fast nicht mehr erkennt. Wir haben hier in der Nähe ein Kristall. Und wir haben hier unten ein Kristall. Wir könnten hier zwischendrin im Prinzip einen Außenposten aufmachen. Mit Energie, mit allem und dann diese Kristalle anschließen. Und ich dachte mir, um da eben zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, wir landen hier mit einer Rakete. Die Rakete hat wieder Drohnen dabei.
Wir sorgen dann dafür, dass wir ein Universallager aufbauen. Ein Drohnen-Hub. Im Prinzip das gleiche, was wir hier schon gemacht haben. Nur diesmal hoffentlich mit etwas weniger Rage-Quit. Das bedeutet, wir brauchen Erde 2. Als Frachtrakete. Wir nehmen hier einfach mal 10 Drohnen mit, damit es einigermaßen zügig geht. Und wir nehmen auch einen Drohnenhub als Fertigbau mit. Dann habe ich nämlich viel weniger Stress bei der Geschichte da oben. So, Erde 2 ist auf dem Weg. Erde 1 ist betankt und beladen. Schicken wir zurück zur Erde. Einfach damit wir wieder Spielraum haben und überall Raketen, wo wir sie brauchen. Du bist beladen. Ja, Wunschmenge 50 klappt ja wirklich hervorragend. Wobei gelegentlich tatsächlich was ankommt. Wieso hattest du nur 5 dabei? Ich dachte, die Shuttles haben als mögliches 6 Stück. Warum funktionieren diese Windräder nicht? Wir haben doch die Bürsten hier. Das Zeug ist doch alles sauber. Naja, größtenteils. Okay, vielleicht war hier irgendwas. Habe ich eben nicht mitgekriegt. Kann passieren. Oh, guckt mal, neben dem See grünt es schon. Das gefällt mir. So wird der Mars demnächst vielleicht doch noch ein grüner Planet. Muss auch gewartet werden. Also insgesamt habe ich so das Gefühl, läuft das mit der Wartung im Moment nicht so rund, wie es könnte. So, bieten wir noch ein bisschen mehr Arbeitsplätze. Wir haben jetzt keine deaktivierten Arbeitsplätze mehr. 10 freie, 21 Leute suchen einen Job. Die Universität wird sich sagen, okay, jetzt brauchen wir mehr Wissenschaftler. Lange noch nicht so viele wie Ingenieure, weil die meisten unserer Jobs kommen eben durch diese Fabriken. Ist halt einfach so. Aber wir arbeiten dran, wird nach und nach ausgebildet. Passt. Geburten haben wir auch unter Kontrolle. Wie viele Obdachlose? 50. Okay. Bauen wir noch ein bisschen was. Wir haben derzeit auch relativ viele Kindertagesstättenplätze frei. Wir könnten also vielleicht anfangen, wieder die Geburten zu erlauben. Die Kids werden ja irgendwann älter. Ist halt einfach so. Und dann haben die keinen Platz mehr in der Kindertagesstätte. Häuserbildung, Kuppeln. Okay, packen wir hier einfach mal noch Apartments hin. Ist jetzt nicht so, dass Luxuswohnen, das man sich vielleicht wünschen würde, bietet aber auf jeden Fall ein Dach über dem Kopf für eine Menge Leute. Und das ist dann besser als obdachlos sein. Das sollte helfen, dass wir wieder einige neue Leute hier reinkriegen. Funding received. Ich überlege gerade, eine neue Kuppel in Auftrag zu geben. Das dauert eine Weile, bis die gebaut ist. Ganz klar. Eigentlich bräuchten wir dann mehrere Kuppeln für das, was ich vorhabe. Und zwar, wenn wir jetzt eine neue Kuppel bauen, rein hypothetisch, stellen wir uns vor, wir bauen die Kuppel hierhin. Okay? Dann sieht das erstmal ganz toll aus und die können wir auch so einrichten, wie wir wollen. Was aber diese Kuppel nicht schaffen wird, ist die Leute hier drüben zur Arbeit zu schicken. Das heißt, wenn wir hier in diese Richtung erweitern wollen, brauchen wir hier drüben auch wieder Kuppeln, die uns Jobs bieten.
Da haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir können jetzt entweder einfach mal hier nochmal eine Megakuppel machen mit Wohnraum. Geplantem Wohnraum, noch nicht gebauten Wohnraum. Und dahinter dann wieder Kuppeln, die uns Jobs bieten. Das hat den Vorteil, dass wir hier hinten dran nochmal Kuppeln machen können mit Wohnraum und die wieder Zugriff haben auf die Jobs. Wir haben quasi Jobs, Wohnen, Wohnen, Jobs, Wohnen, Wohnen, Jobs und das können wir machen, solange der Mars noch Land hat. Oder wir sagen, irgendwann wollen wir nicht noch mehr Kuppeln und noch mehr Leute. Wir machen da irgendwann dann ein Ende hin. Und wir könnten zum Beispiel so eine Megatrigon hier reinmachen. Relativ einfach. Mit neuen Jobs und Servicegebäuden. Und da drumherum dann Kuppeln und alle haben Zugriff auf diese Servicegebäude und Jobs in der Mitte. Da bin ich mir noch unschlüssig. Da könnt ihr gerne mal wieder mitentscheiden. Also ab in die Kommentare. Wie viele Kuppeln wollen wir noch? Wie viele Leute wollen wir? Wie weit wollen wir es treiben? Das sollte gut sein hier. Da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial. Und ich würde sagen, das entscheidet ihr. Die Möglichkeiten habe ich euch gerade aufgezeigt. Wenn auch nur kurz. Aber auf YouTube habt ihr ja den Vorteil, dass ihr da zurückspulen könnt und das so oft anschauen könnt, wie ihr das wollt. Viel stressfreier. Jetzt mal im Ernst, das ist doch mal eine geplante Organisation hier. Und die Dinger laufen, also Tagesziel erfüllt. Easy peasy. Treibstoff wollen wir, Edelmetall und Nahrung wollen wir nicht. Wunschmenge 12. Damit wir Erde 2 wieder auf Vordermann kriegen. Und abflugbereit. Ansonsten würde ich sagen, wir ebnen hier mal wieder ein bisschen Land ein. So schaffen wir ein bisschen Platz für Windräder und Kram. Und können dann das Kabel legen zum Anschluss hier nach oben. Wir können mal gucken. Das machen wir mal so. Besser als nichts. Dann machen wir keine Felsformation, sondern eine große Mülldeponie. Wie geht es das alles uneben? Machen wir es hier hin. Was soll's. Dann kriegen wir hier ungefähr 17 raus und hier ungefähr 160. Das ist doch okay. Die Uni, warum funktionierst du nicht? Muss auch gewartet werden. Ich will Bürsten in den Kuppeln verflixt noch eins oder zwei. Na gut. Der Außenposten hat begonnen. Ohne das ganze Drama. Es zeigt einfach mal wieder, wenn man die Sachen richtig plant und vorbereitet und weiß, was man tut, dann erspart man sich so viel Stress und Kummer. Das ist fantastisch. Guti, dann würde ich das für heute damit erstmal gut sein lassen. Denkt bitte dran, wenn ihr eine Meinung habt zu der Kuppelgeschichte, lasst mich das wissen. Ansonsten muss ich raten, was ihr wollt. Und wie das ausgeht, haben wir bei Dawn of Man gesehen. Nicht so gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Dann hoffentlich mit neuer Technologie. Ich bin gespannt. Was haben wir denn noch? Unbekannte Biotech. Da bin ich dann mal gespannt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haltet euch steif. Ciao, Freunde.